Bremen. Einst florierende Handelsmetropole mit großer Geschichte. Hafenstadt, Hansestadt, Stadtmusikanten. So war das mal. Doch nach über 7 Jahrzehnten SPD-geführter Regierung, zuletzt angereichert mit Grünen und Linkspartei, ist Bremen das stattgewordene Schlusslicht im Land. Und mehr noch, Experimentierkasten für rot-grüne Ideologieprojekte, deren Scheitern sich schon hier und heute eindrucksvoll zeigt. Nun haben die Bremer die Wahl und dabei nicht einmal eine Alternative. Oder etwa doch? Es ist ausgesprochen notwendig, dass Stimmen der Vernunft auch wieder eine Stimme haben in der öffentlichen Wahrnehmung. Bremen, Exempel rot-grünen Scheiterns. Wir sind in der guten Stube Bremens auf dem Marktplatz. Hier ist die alte Pracht der Hansestadt mit Händen greifbar. Irgendwie unpassend wirkt allerdings die Beflaggung. Am Rathaus, am Landtag, auf dem ganzen Platz trägt Bremen die Farben der Ukraine. Schwarz-Rot-Gold suchen wir hier hingegen vergeblich. Ist das nicht schon etwas übertrieben? Also es geht mir da weniger um die schwarz-rot-goldene Fahne. Es geht mir darum, dass die Landesregierung damit ein Statement abgibt. Ob das nun die Regenbogenfahne ist, ob das die ukrainische Fahne ist. Ich glaube, sowas gehört nicht an öffentliche Gebäude, sondern da gehört tatsächlich entweder nur die Speckflagge, also sprich die Flagge von Bremen, ran oder eben die Deutschlandfahne. Der ehemalige Polizeibeamte Jan Timke ist das bekannteste Gesicht der Bremer Wählervereinigung Bürger in Wut. Seit 2008 ist er Mitglied der Bürgerschaft, wie hier der Landtag heißt. Sein Mandat verdankt Timke einer Bremer Besonderheit. Weil er in der Exklave Bremerhaven über die 5%-Hürde kam, zog er ins Parlament ein, obwohl die BIW bremenweit bislang nie über 5% kamen. Doch das soll sich dieses Mal ändern. Unter anderem auch deshalb. Die AfD, die 2019 noch 6,1% der Stimmen erhielt, ist dieses Mal nicht zur Wahl zugelassen. Denn der zerstrittene Landesverband hat sich in zwei Gruppen gespalten und somit zwei Kandidatenlisten eingereicht. Von daher muss man sagen, dass die AfD sich da wirklich ins eigene Knie geschossen hat und wir mit Sicherheit auch davon profitieren werden, dass die AfD nicht antreten wird? Also ich denke schon, dass wir AfD-Wähler gewinnen werden bei der Wahl. Die AfD-Wähler haben ja drei Möglichkeiten. Sie gehen in die Wahlenthaltung, sie wählen die CDU oder sie wählen Bürger in Wut. Aber da die CDU eine Koalition mit den Grünen nicht ausgeschlossen hat, ist die Chance groß, dass wir die AfD-Wähler für unseren Wahlvorschlag gewinnen können. Ortswechsel. Bei typisch norddeutschem Schiedwetter sind wir in Bremen-Borgfeld, einem gut bürgerlichen Vorort. Am Rande des Wochenmarktes buhlen die Parteien um Wähler, so auch die BIW um ihren Bremer Spitzenkandidaten Piet Leitreiter. Er war bis 2015 sogar Bundesschatzmeister der AfD, ist seit 2017 bei den BIW, gehörte bis 2019 der Bürgerschaft an und strebt nun die Rückkehr ins Parlament an. Die Bedingungen scheinen günstig. In Gesprächen am Wahlkampfstand geht es um die vielen Probleme, vor denen Bremen steht. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr aufgebracht. Die Wähler sind wirklich in Wut, deswegen Bürger in Wut. Wir Politiker sind ja nicht wütend, sondern die Bürger sind wütend. Wir versuchen diesen wütenden Bürgern eine parlamentarische Stimme zu geben. Das verstehen einige nicht. Deswegen sagen die immer eher, ihr Bürger oder ihr Politiker, mit Wut macht man keine Politik. Aber das ist natürlich nicht unser Ansinnen, sondern wir geben den wütenden Bürger, und die sind wirklich wütend in Bremen, geben denen eine parlamentarische Stimme, und das ist auch gut so. Und zu Wählerwut gibt es hier viele gute Gründe. Seit 1945 regiert ununterbrochen die SPD. Ähnliches kann nur die CSU in Bayern vorweisen. Doch gerade dieser Vergleich spricht Bände. Während sich Bayern über die Jahrzehnte vom Transferempfänger zum größten Transferzahler im Länderfinanzausgleich mauserte, entwickelte sich Bremen vom Transferzahler zum Transferempfänger. Und mehr noch. In Sachen Bildung gilt Bremen als Schlusslicht in Deutschland. Spitzenreiter ist das Bundesland dagegen bei der Arbeitslosenquote. Dasselbe gilt für die Pro-Kopf-Verschuldung, die mit 32.000 Euro etwa doppelt so hoch ist wie im zweitplatzierten Berlin. Dabei sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gar nicht so schlecht. Beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt Bremen auf Platz 2 hinter Hamburg. Beim Export sogar auf dem ersten Platz unter allen Bundesländern.
All das zeigt, die massive Verschuldung ist vor allem Ergebnis politischer Misswirtschaft der herrschenden Sozialdemokraten mit fatalen Folgen. Bremer Unternehmen verlassen reihenweise Bremen. Und das Klientel, was hier gewollt ist, ist eben Armutsklientel. Und da investiert man natürlich auch in den sozialen Einrichtungen und den Wohlfahrtsverbänden. Das ist das Geschäftsmodell von Bremen. Und damit sichert man sich natürlich auch eine gewisse Wählerschaft, die dann wieder SPD wählen. Die Wirtschaft hat hier wirklich ihre Probleme. Man merkt das immer wieder, sowohl im Bereich Ausbildung als auch dahingehend, dass sie einfach Arbeitsplätze nicht besetzt kriegen und teilweise ihren Standort mittlerweile ändern müssen, weil sie hier keine Kräfte kriegen. Und zudem ist die Gewerbesteuer im Land Bremen auch höher als im niedersächsischen Umland, wodurch eben auch Kleinstumzüge teilweise schon einen enormen wirtschaftlichen Vorteil wiederbringen können. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen notwendig, um die Schuldenlast zu bedienen und immer neue rot-grüne Ideologieprojekte zu finanzieren. So zum Beispiel in Sachen Bildung. Weil das Bildungssystem hier ein falsches ist. Wir stecken ja überproportional viel Geld in die Bildung im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir haben aber die schlechtesten Ergebnisse. Was bedeutet, dass wir hier ein falsches Bildungssystem haben? Und das ist nicht alles. Wir sind im weit außerhalb gelegenen Bremer Stadtteil Lüssum-Bockhorn. Hier befindet sich ein sozialer Brennpunkt und mittendrin die Tami-Oelfken-Schule, hier in der Bildmitte zu sehen. Seit Monaten sind die Zustände an der Grundschule immer wieder Thema in Bremer Lokalmedien. Von einem Bildungsnotstand ist gar die Rede in diesem Bericht aus dem November 2022. Kurz vor 8 heute Morgen, die Grundschule öffnet ihre Türen. Auf den ersten Blick wirkt alles normal, aber das täuscht. Vor der Kamera will niemand mit uns sprechen. Am Telefon hören wir von einer Person, die in der Schule arbeitet, aber dass das Kollegium überlastet und überfordert sei. Und ich würde von Bildungsnotstand sprechen. Doch während das GEZ-Format Buten und Binnen die Probleme auf mangelndes Personal und schlechte Räumlichkeiten reduziert, werden die wahren Ursachen lieber verschwiegen. Auslöser war eine Überlastungsanzeige, unterschrieben von 43 Pädagogen der Schule. Und zumindest die Bild-Zeitung berichtete über das ganze Problem. Tägliche Angriffe von Schülern auf Personal, treten, schlagen, beißen. Immer öfter würden ganze Räume verwüstet. Kinder hauen ab, weigern sich zurückzukommen. Bilder von zerstörten Klassenzimmern verdeutlichen die Lage. Der Zusammenhang mit der Massenmigration seit 2015 ist mehr als offensichtlich. Und der aktuelle Asylzustrom verschärft das Problem weiter. Statt Hilfe schickt die Behörde jetzt noch mehr Kinder an die Problemschule. Momentan werden rund 280 Schüler in 13 Klassen unterrichtet. Ab Sommer sollen es noch mehr werden. Die Tami-Oelfken-Schule ist vielleicht die schlimmste, aber längst nicht die einzige Problemschule in Bremen. Den Preis dafür zahlen unter anderem auch Kinder aus bildungsnahen Schichten. Und das nicht erst seit der dramatischen Verschärfung durch die Massenmigration. Dieses Bildungssystem setzt auf die Einheitsschule, auf Gleichmacherei. Und unser Gegenkonzept ist die Rückkehr zum gegliederten Schulsystem, zur Hauptschule, Realschule und Gymnasium. In diesem Bildungssystem können sich Schüler besser entfalten, jeder nach seinen Fähigkeiten. Denn Schüler sind ja gleichwertig, aber nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Schwächen, unterschiedliche Stärken. Und die kann man nur in einem gegliederten Bildungssystem auch ausleben. Doch während für Schulen kein Geld da ist, scheint es für andere Dinge an Mitteln kaum zu mangeln. Vor allem, wenn es um die Herzensangelegenheit linker und grüner Kreise geht. Dafür ist Geld da. Für den Kampf gegen das Automobil. Grün will 30 als Richtgeschwindigkeit haben. Es gibt in der Straßenverkehrsordnung, was ein Bundesgesetz ist, gibt es Öffnungsklauseln. Diese Öffnungsklauseln werden in Bremen missbraucht. Es werden 30er-Zonen miteinander verkettet, um möglichst flächendeckend 30 zu bekommen. Also eine grüne Welle mit 50 gibt es in Bremen nicht. In der Bremer Innenstadt zeigt uns Piet Leitreiter ein ganz besonders eindrucksvolles Beispiel. Die Martini-Straße. Hier an dieser Straße sehen wir ein grünes, ideologisiertes Verkehrsprojekt. Eine ehemals vierspurige Hauptstraße wurde künstlich verengt auf 2 Fahrspuren. Und die Geschwindigkeit ist auf 20 Stundenkilometer herabgesenkt. Und wir haben hier ständig Staus und es ist keine Straße zum Fahren, sondern eine Straße, die eine Verkehrsbehinderung hervorruft. Tatsache, Zone 20 lautet hier die Devise.
Ist so eine Verkehrsplanung sinnvoll? Wir treffen den Volkswirtschaftler und Verkehrsexperten Professor Ulrich van Suntum. Er hat verschiedene Mobilitätskonzepte wissenschaftlich analysiert und kann der in vielen Städten praktizierten grünen Verkehrsideologie gerade deshalb nicht viel abgewinnen. Ist es ja so, dass die Verkehrspolitik eigentlich nur noch als Kulturkampf gegen das Automobil bezeichnet werden kann. Das hat eigentlich mit Umweltschutz gar nicht mehr viel zu tun. Oft sind das ja Effekte, die sogar negativ sind. Zum Beispiel wird ja vielfach gefordert, Tempo 30 oder noch weniger in Städten ganz generell, sogar auf Hauptverkehrsstraßen. Das erhöht den Spritverbrauch nachweislich. Es erhöht damit auch den CO2-Ausstoß. Es bringt praktisch überhaupt nichts für Lärmschutz, was ja oft als Vorwand verwendet wird. Also das Ganze ist eigentlich unter dem Vorwand von Umweltschutz und Lärmschutz und so weiter ein Kampf gegen das Automobil und damit ein Kampf gegen die Bevölkerung. Das muss man auch klar sagen. Der Kampf gegen das Automobil in der Bremer Martini-Straße zeigt er sich von beiden Seiten. Zone 20 und nur eine Spur für PKWs. Dafür extra breite Radwege und mehr noch. Sämtliche Parkbuchten wurden entfernt, dafür Fahrradständer installiert. Oder auch das hier, Sitzecken an einer Hauptstraße. Das ist das vorläufige Ende des 8-monatigen Experimentierens, zu dem unter anderem auch eine Surfanlage, ein Stadtgarten, ein Insektenhotel oder auch eine Luftskulptur zählten. Jetzt also Sitzecken. Apropos, was hat all das eigentlich gekostet? Aber die Versuche in der Summe haben 1,3 Millionen Euro gekostet und diese Versuche gingen an der Realität vorbei und sind auch nie umzusetzen. Also 1,3 Millionen Euro verschwendet. Aber Bremen hat's ja, nicht wahr? Kein Experiment, sondern flächendeckender Trend ist allerdings der Ausbau von Radwegen. Dazu Investitionen in den ÖPNV. All das firmiert bekannterweise unter Verkehrswende. Doch funktioniert das überhaupt? Ja, wir sehen ja tatsächlich seit Jahrzehnten, dass mehr Geld in die Eisenbahn und den öffentlichen Nahverkehr und den Radwege gesteckt wird, als in den Straßenbau zum Beispiel. Aber der Umsteigeeffekt ist null. Seit Jahrzehnten ist der Anteil des Individualverkehrs an der Personenverkehrsleistung bei 80-85%, unverändert. Es gibt keinen Umsteigeeffekt. Und das ist auch völlig klar. Die Individualität des Autos kann nicht ersetzt werden durch Massenverkehrsmittel. Dann müssten ja zigtausende von Bussen fahren im 5-Minuten-Abstand genau vor ihrer Haustür und vor der Haustür jedes anderen, damit sie einsteigen können, einfach dahin fahren, wohin sie wollen und da wieder aussteigen. Das würde auch umweltpolitisch überhaupt nichts bringen. Busse und Bahnen sind nur da einsetzbar, wo es gelingt, Verkehrsströme zu bündeln, wo die gleichen Personen in großer Zahl von A nach B und zwar auch zur gleichen Zeit fahren wollen. Und darum ist es einfach eine Lüge zu behaupten, wir müssten nur den öffentlichen Nahverkehr genug ausbauen, dann könnt ihr auf das Auto verzichten. Das hat noch nie funktioniert, es wird auch nie funktionieren und es kann aus rein systematischen Gründen niemals funktionieren. Doch von solchen Fakten lassen sich grüne Ideologen nicht beirren. Im Gegenteil. Leitreiter zeigt uns ein weiteres Beispiel am Bremer Wall. Eine Spur wurde für den Autoverkehr entwidmet, dient jetzt als Fahrradspur. Dann haben wir noch einen Fahrradweg hier. Ja, und dann haben wir noch einen Fahrradweg unten am Wasser, der natürlich der schönste Fahrradweg ist. Aber wenn ich mich hier so umschaue, momentan sehe ich überhaupt keinen Radfahrer. Es kostet nur viel Geld. Und auch für die hier installierten Fahrradständer gilt. Den Bedarf gibt es offenbar nur in den Köpfen grüner Ideologen. Der Höhepunkt des Irrsinns zeigt sich ein paar hundert Meter weiter. Die Leidtragenden, ausgerechnet Polizeibeamte. Ja, im Hintergrund sehen wir unser Polizeirevier. Wenn ein Einsatz ist Richtung Hauptbahnhof, kann man hier den Wall nicht in Richtung Hauptbahnhof befahren, sondern es muss sich ein anderer Weg gesucht werden. Das ist natürlich für ein Polizeirevier suboptimal, dass man nur in eine Richtung ausrücken kann. Apropos Polizei. Damit sind wir beim vielleicht wichtigsten Thema im Bremer Wahlkampf, der Sicherheit. Fast alle Parteien thematisieren das auf ihren Plakaten. Selbst die SPD. Aber ist die nicht seit Jahrzehnten an der Macht? Also die Sicherheit ist miserabel in Bremen. Wir kriegen auch viele Anfragen und Zuschriften von älteren Leuten, die sich gar nicht mehr aus dem Haus wagen.
wenn man die Zeitungen aufmacht, kaum ein Tag vergeht, an dem da nicht über Gewalttaten berichtet wird, über Einbrüche und Raubüberfälle. Oder auch darüber. Die seit 2015 allgegenwärtigen Messerattacken. Alleine 2 pro Tag verzeichnete Bremen statistisch im Jahr 2022. Der Schwerpunkt, die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Und auch hier, der Zusammenhang zur Massenmigration unübersehbar. Wer die Entwicklung seit 2015 tatsächlich verfolgt hat, der wusste ja schon, was kommt. Und der Bremer Hauptbahnhof hat sich zu einer Wohlfühloase für Rechtsbrecher entwickelt. Drogenjunkies, Körperverletzungsdelikte, Raubdelikte sind da an der Tagesordnung. Zusammen mit Piet Leitreiter machen wir uns ein Bild vor Ort. An einem Samstagabend mischen sich rund um den Bremer Hauptbahnhof Drogenkonsumenten, Dealer, Gruppen männlicher Migranten und typisches Partyvolk. Die Polizei ist durchaus präsent. Tatsächlich werden aber wir kontrolliert. Wegen unserer Kamera. Ja, bezeichnenderweise wurden wir kontrolliert. Die Polizei hat hier ihren Job sehr ernst genommen. Wobei andere Dinge, das Dealen hier am Hauptbahnhof, weniger verfolgt wird. Während der Dreharbeiten fällt uns auf, wie diese Gruppe Polizisten positioniert ist. 5 Beamte stehen Rücken an Rücken. Fühlt sich hier sogar die Polizei bedroht? Also, doch, die standen da schon sehr angespannt. Das denke ich auch. Also die Gefahr scheint da zu sein im Bremer Hauptbahnhof. Ex-Polizist Jan Timke kennt diese Vorgehensweise der Polizei. Das ist eine taktische Einsatzmaßnahme der Einsatzhundertschaft. Indem man sich Rücken an Rücken stellt, kann man natürlich hinterrücks nicht überfallen werden und hat den Vorderraum im Blick. Das wird also dann immer in den Bereichen gemacht, in denen eine unmittelbare Gefahr drohen könnte. Und von daher ist das eine taktische Einsatzmaßnahme der Polizei gewesen. Wenn sich selbst bewaffnete Polizisten besonders schützen müssen, was sollen dann Otto-Normalbürger tun? Und insbesondere Frauen. Ganz einfach, als Frau gehe ich da nicht lang. Man möchte niemanden vorverurteilen, aber aufgrund der Erfahrungen, die auch in den letzten Jahren auch ich machen musste, muss ich sagen, dass es eben halt schwierig ist, den Leuten unvoreingenommen zu begegnen. Es ist wirklich so, dass man häufiger angepöbelt wird, dass man auch als Frau wirklich in schwierige Situationen kommen kann. Und da habe ich selbst auch schon einige Sachen erlebt, weshalb ich einige Stadtteile, auch Bremen und in Bremerhaven, auch pauschal meide. Der Politik ist das Problem bekannt und bewusst. Erst im November 2022 kündigte SPD-Innensenator Meurer ein schärferes Vorgehen an. Also das macht Herr Meurer immer. Sie können vom Wahlkampf zu Wahlkampf das beobachten. Also Herr Meurer produziert sich immer vor der Wahl als großer Macher und nach der Wahl passiert gar nichts. Das sieht man auch anhand der Abschiebung. Bremen schiebt so gut wie gar nicht ab. Es werden natürlich immer Hindernisse in den Raum gestellt, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn es politisch gewollt wäre, würde man auch Mechanismen finden, Ausreisepflichtige zur Ausreise zu bewegen. Den politischen Willen können nur die Wähler entfachen. Doch Besserung ist nicht in Sicht. In Umfragen zeichnet sich die Fortsetzung des roten Filz an der Weser ab. Und auch ein Wahlsieg der CDU würde hier wohl nicht viel verändern, sondern gendern, wie sich hier eindrucksvoll zeigt. Ja, das ist ein CDU-Plakat mit Genderstern. Was führt eigentlich zu diesem stetigen Linksruck, selbst bei der Union? Es gibt einen gewissen Zeitgeist, nicht nur in der Verkehrspolitik, sondern auch in anderen Fragen, Klimaschutz, Energiewirtschaft, Migrationsfragen. Da glauben die großen Parteien, einschließlich der CDU, der ich selber mal sehr nahe gestanden habe und in der ich sogar Mitglied gewesen bin nebenbei, da glauben die, dass sie sich dem nicht entziehen können. Auch befördert natürlich durch eine sehr große Einseitigkeit in den Mediendarstellungen. Vernünftige Positionen, die die Kirche im Dorf lassen und die sagen, lass uns doch mal an die Dinge herangehen ohne Ideologie, haben in den Medien praktisch keine Resonanz mehr. Und das überträgt sich natürlich auf die Politiker. Die Politiker wollen gewählt werden. Sie werden gewählt, glauben sie zumindest, wenn sie dem entsprechen, was der öffentlichen Meinung entspricht. Und die öffentliche Meinung wird von den Massenmedien verursacht bzw. maßgeblich beeinflusst. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das ist keine einfache Aufgabe. Aber es ist
ausgesprochen notwendig, glaube ich, dass Stimmen der Vernunft auch wieder eine Stimme haben in der öffentlichen Wahrnehmung. In Bremen wollen also Sie so eine Stimme sein. Und immerhin. In einer aktuellen Umfrage kommen die BIW sogar auf 9% bremenweit. Das Fehlen der AfD würden Sie damit kompensieren. Und ja, das wäre viel für eine regionale Kraft. Gleichwohl aber viel zu wenig im Angesicht der Probleme, die rot-grüne Politik in Bremen angerichtet hat. Probleme, die hier in Bremen fortgeschrittener sind als anderswo. Doch gerade das macht Bremen überaus relevant. Es ist, wenn man so will, ein Blick in die Zukunft des ganzen Landes. Ein Exempel, das zeigt, wohin die Reise mit dieser Politik geht. Am Muttertag haben also die Bremer die Wahl. Und dabei sehr wohl eine Alternative.